Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 17 The Journey. Ja, in der letzten Folge mussten wir uns über einen Umweg gegen West Ham durchsetzen, konnten ein Tor machen und haben sogar fast eins vorbereitet und haben 2-0 im FA Cup gewonnen. Jetzt wollen wir aber in die nächste Woche springen und wir sind wohl wieder im Foot Team der Woche gelandet. Ja, herrlich. Der Nationaltrainer ist stinksauer. Er sucht nach Alternativen. Vor allem junge Spieler Regis Walker und Mr. Alexander wohl im Fokus. Oha. Vielleicht wartet ja bald sogar die Nationalmannschaft. Das wäre ja geil. Heftig. Okay. Spieltage sind die schönsten Tage. Schwere Aufgabe heute gegen Leicester. Aber da müssen wir durch. Mr. Alexander. Mr. Alexander ist zurück in der Premier League. Willkommen. Vielleicht darfst du von Anfang an ran, damit wir uns begegnen. Hashtag eher nicht. Halt einfach dein Maul, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Ein Topmann wie Mr. Alexander muss in die Startelf, die Fans wollen das so. Nehmen wir nochmal kurz ein bisschen zurück. Eine Nationalmannschaft in der Krise ist für manche auch eine Chance. Der Nationaltrainer ist wegen der schwachen Leistung seiner Spieler und der jüngsten Ergebnisse frustriert. Verständlich, Taten sind gefordert. Gerüchte aus dem Lager der Nationalmannschaft. Nationaltrainer will nach mageren Resultaten wohl massiv umstellen. Alexander will sich auch jetzt gegen Leicester beweisen. Ja, das wollen wir auf jeden Fall. Ich bin zuversichtlich vor dem Auswärtsspiel gegen Leicester. Alexander macht eine Bude. Eventuell. Hashtag Hoffnung. Ja, die Hoffnung habe ich allerdings auch. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich ins Spiel springen. Ja, voll. Ohne Training direkt ins Spiel. So will ich das doch sehen. Und ich hoffe, dass diesmal unsere Schuhe, nachdem sie jetzt Blut geleckt haben, durch das eine Tor im Pokal, dass sie uns jetzt endlich mal Glück bringen und wir hier die nächsten Tore bzw. die nächsten Vorlagen feiern können. Und dann wollen wir auch schon mal rein ins Spiel. Herzlich willkommen zur heutigen Partie. Wir sind zu Gast in einer starken, wenn nicht der stärksten Liga in Europa. So ist das. Es gibt Premier League Fußball zu sehen. Ich jedenfalls verspreche mir einiges von diesem Aufeinandertreffen. Und heute heißt es also Leicester City gegen Liverpool. Alexander hat den Hattrick, Buschi. Er steht zum dritten Mal im Team der Woche von FIFA Ultimate Team. Ja, kein Wunder. So wie der zuletzt gespielt hat. Absolut verdiente Nominierung, würde ich sagen. Und klar, dass es gerade im Social Media Bereich total abgeht. Da haben wir die Einblendung. So will Leicester City heute also loslegen. Gucken wir auf die Formation. Ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen. Ist eine eher klassische Anordnung, glaube ich, kann man so sagen. Zwei Viererketten, dann die beiden vorne drin und dann gucken wir einfach mal, wie sie das dann wirklich auf dem Feld umsetzen. Und hier haben wir die Aufstellung des FC Liverpool. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3, drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Normalerweise spielt im King Power Stadium ja Leicester City, aber 2015 gab es hier auch mal nicht nur Fußball zu sehen. Ganz genau, die Rugby-WM wurde im Stadion ausgetragen. Neuseeland übrigens holte sich damals den Titel. Und jetzt geht's los. Los geht's hier beim, ich sag mal, Ex-Meister aus der Vorsaison, wenn ich mich irre.
Und hier wollen wir auch wieder eine gute Figur machen. Das geht schon mal fulminant los. Schnelles Spiel hier irgendwie ein bisschen. Schön. Alex Hunter. Vielleicht mal Alex über außen. Schönes Passspiel. Philipp Bernard am Ball. Bringt den Ball auf den langen Pfosten. Keine schlechte Flanke, aber das löst er gut. Inler. Können wir jetzt hier vielleicht ein bisschen Druck aufbauen? Ja, er drischt den Ball einfach weg. Schön zu sehen hier, dass das Philipp ein bisschen Wirkung zeigt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Bernard jetzt. Bernard. Jetzt auf Hunter. Das war unnötig. Er hätte selber schießen sollen. Für den Torwart. Das war sehr unnötig, der zweite Pass von Schauen wir noch mal kurz auf die zwei Spieler, die heute den Unterschied ausmachen könnten. Beides absolute Topspieler. Jetzt aber. Lukas. Schade. Lukas Leva hier mit dem Schuss. Kommt schon, Jungs. Aufpassen. Langer Ball hier. Führt nicht zum Erfolg. Nun Lukas Leva. Schön. Coutinho. Jetzt aber Alex Hunter! Tor! So will ich das doch sehen. Das Ding war Millimetersache. Der Ball geht vom Innenpfosten. Das Fortuna wieder auf unserer Seite. Da ist sie wieder. Der Pfosten und Fortuna, unser bester Freund, schön mit dem Außenriss. An den Pfosten und der geht ins Netz und Kloppo ist komplett begeistert. So wollen wir das doch sehen. 13. Minute bei Leicester holen wir uns jetzt unsere Tore. Jetzt kann es richtig losgehen. Wir haben das erste Tor nach 13 und Minuten. Und unsere breite Brust wieder. Vardy. Schade, da geht er durch beide durch. Sah nicht gut aus. Aber ich hatte Angst hier, ihn zu faulen. Deswegen habe ich ihn mal durchlaufen lassen. Kompakt, ich denke, dass unsere Abwehr gut genug ist, den Angriff hier abzuwehren. Schön, da ist es auch schon geschehen. Vielleicht jetzt mal den schnellen Konter hier angesetzt. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Jetzt nach außen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Vielleicht jetzt die Flanke hier. Schöne Flanke. Abseits, da brauche ich gar nicht hingehen. Flanke zu ungenau. Da habe ich den Schiri schon oben winken sehen. Aber da kann man wenigstens eine halbwegs gute Flanke rein. Sie haben den Ball. Und wir sind wieder am Ball. Alberto Moreno. Jetzt hier der Pass auf außen. Schön. Wird's jetzt gefährlich. Können wir uns hier durchsetzen? Ja, können wir. Wir bringen die Flanke in die Mitte. Oh, Flanke schade. War nicht so gut. Die Aber ein, zwei Schritte zu spät dran. Schade, schade, schade. Klein. Ziehen uns hier wieder. So jetzt könnte der Pass kommen. In die Mitte. Sie suchen jetzt das Loch in der Abwehr. Nee, noch nicht. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Ja, Coutinho jetzt am Ball. Könnte er. Nee, noch nicht. Da muss ihm noch einer helfen gehen. Jetzt der Rückpass. Schön erstmal wieder hinten rum. Ein bisschen unkontrolliert, aber. Ja, hier schön gespielt. Wieder auf außen. Er spielt vielleicht den jetzt die Flanke. Oh, und wir kommen nicht an den Kopfball. Wir kommen einfach nicht an den Kopfball. Jetzt aber vielleicht mal der Schuss und wieder abgeblockt zur Ecke, denke ich. Nee, gibt keine Eckball hier, sondern Einwurf. Richtig entschieden, auch wenn es knapp war. Ja, da sind wir. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Gehen wir zurück. Nun Lukas Leva. Ja, jetzt vielleicht mal mit dem Weitschuss abgeblockt. Oh, das wäre ein Strich gewesen. Ecke. Das wäre ein verdammter Strich gewesen. Oh, hätte der den nicht abgeblockt. Ich weiß nicht, ob der Torwart da rangekommen wäre. Jetzt aber der Ball in die Mitte. Die Ecke kommt nicht zu lang. Rein. Ich weiß nicht, wer als letztes dran war. Ah, okay, und hier Spieler wird es Einwurf dran. Geben. Wir holen uns zumindest versuchen, uns hier den Ball zu holen. Wir können den Abwehrspieler auf jeden Fall so unter Druck setzen, dass wir hier jetzt den Ball kriegen. Spielen den Ball auf, Bernard.
Wieso schießt er nicht selber? Aber er schießt nicht selber und er macht das Ding. Er macht das Ding. Lukas Leiva. Er geht hier vorne weg. Da hätten wir eine schöne Torvorlage kriegen können, wenn Bernard das Ding selbst gemacht hätte. Aber das ist ja auch seine Aufgabe als Kapitän der Mannschaft. Er übernimmt Verantwortung. Leiva das auch. Herrlich. Wir führen hier 2-0. In der 31. Minute, das sieht doch schon mal wieder sehr gut aus, wie wir hier zusammenspielen. Es war noch nicht ganz perfekt, so wie wir das gewohnt sind, aber es geht vorwärts. Ich sehe Verbesserung und das macht Hoffnung, dass wir uns hier zusammenreißen können und in den nächsten Spielen genau diese Stärke präsentieren können. Und das ist der Plan, Freunde. Das ist der Plan. Wir versuchen hier den Ball wieder zu erobern. Zumindest Bernard versucht es. Geht hier leider noch nicht, hat Klasse jetzt Technik. Aber den Ball. Schade, da hätte ich gedacht, er spielt auf Außen. Philipp Bernard. Vielleicht jetzt mal. Er spielt ihn zurück, guter Doppelpass. Schön gespielt. Sie jetzt suchen hier die auf Lücke. Außen. Schön Coutinho gespielt. Jetzt. Coutinho. Mit dem Pass spielt in die Mitte. Hunter. Oh, beinahe die Vorlage gewesen. Aber der Torwart hält hier perfekt. Oh, schade. Einsatz, kriegen wir den Ball nicht unter Kontrolle. Schade, schade, schade. Da hätten wir uns natürlich sehr über eine Vorlage Loser. Gefreut. Jetzt aber Lies ist auf dem Weg nach den vorne. Wieder abgefangen. Wir setzen hier unsere Mitspieler ein. Oh, was war das denn schon wieder? Mondi. Das war ja schon wieder ein Fehlpass, den ich hier nicht sehen will. Schön geholt. Jetzt, haben jetzt Sie setzen den Ball wir verloren. Bernard wieder ein. Können uns hier nochmal anbieten. Alex Hunter. Bringen den Ball auf Außen. Da sollte nicht ganz hin. Ja, ja, Inler. Ja. Schlecht war's. Das ist richtig. Können den Ball aber hier sehr wieder zurückerobern. Musa. Wir verlieren den aber gleich wieder. Jetzt der Angriff von Leicester. Der darf da doch nicht so einfach durchgehen. Schuss Party. Und Tor! Da ist der Anschlusstreffer von Jamie Vardy. Und er lässt hier Karius mit diesem Strahl keine Chance. Die Abwehr sieht hier nicht gut aus. Und es schließt ab. Und das Ding ist drin. 43. Minute. 1-2. Hier ist noch alles drin. Und jetzt Sakko. Bernard. Klein. Jetzt vielleicht ja, mal jetzt Alexander. Gehen wir hier um den Spieler rum. Schießen! Und das war hier richtig knapp. Kann man wohl sagen, etwas mehr Glück im Abschluss auf das Ding. Das wäre es jetzt gewesen, die schnelle Antwort natürlich. Boah, da kickt er uns aber noch um und das gibt keinen Elfmeter, weil wir schießen. Schade, schade, schade. Aber wir sind da, Freunde. Unser zweites Tor liegt hier in der Luft. Und erstmal ist Pause. Nach Rückgang 1 steht es hier 2-1. Ein knappes Ergebnis, das uns für die zweiten 45 Minuten echte Spannung verspricht. Wie ist deine Meinung zum Auftritt von Alexander bis hierhin? Ein Tor konnte er ja schon machen. Guter Auftritt bisher. Daran wird er anknüpfen wollen. Das ist richtig. Daran werden wir anknüpfen wollen. Und wir springen ohne weitere Umschweife hier in die zweite Hälfte. Wertung 8,9. Bis jetzt alles positiv, was und ich so gesehen habe. Weiter. Und jetzt müssen wir natürlich schon wieder aufpassen auf Leicester, die hier. Boah, schade. Da gibt's Vorteil. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann wir man können das uns aber hier den Ball erobern. Gehen hier vorbei. Nein, gehen hier nicht vorbei. Und das hier Foul, wollte ich gerade sagen. Dass es da kein Foul gibt, ist schon fast eine Frechheit. Aber er hat Foul gepfiffen. Den Vorteil nur noch abgewartet. Sturridge hier wieder beim Freistoß. Ich hoffe, er kriegt es diesmal besser hin als bei den letzten Malen.
Mal gucken, ob wir uns hier einsetzen können. Nein, er versucht es direkt. Oh, gefährlich, aber diesmal gefährlich. Schmeichel hier. Vielleicht können wir nicht schlecht, diese Gelegenheit, aber auch gut gehalten. Der Ball war schön unterwegs, gut pariert. Aber schade. Vielleicht können wir jetzt hier, wollte ich gerade sagen, glaube ich, beim der Ecke wieder ein Kopfballtor machen. Kurz ausgeführt. Maric. Kopfball. Oh. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Das gibt Einwurf. Okay, wir sind hier auf jeden Fall am Drücker, um hier das 3:1 zu erzielen. Das könnte die Chance werden. Vielleicht jetzt mal. Den spielt er gut. Schade. Das ist zu eng wieder. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Ja, und da holt er sich den Ball. Jetzt geht's in die andere Richtung mit dem Konter. Aber der Foul von Klein. Da muss er Freistoß pfeifen. Aber taktisch sehr gut gemacht. Geh doch nicht so weit. Mal gucken, dass wir hier den Ball gleich wieder kriegen. Sehr schön. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Ja, schlechtes Passspiel hier. Versuchen uns hier den Ball wieder zu erobern. Ja, aber da sind sie schon wieder alle hinten. Der Ball ist im Seitenaus. Er läuft mit dem Ball ins Aus und jetzt gibt es eine Auswechslung. Feierabend für heute. Tolle Leistung. Kein Wunder also, dass die Fans ihn so verabschieden. Und das absolut verdient. Das war ein wirklich starker Auftritt. Einer der besten heute. James Miller kommt wieder auf den Platz. Na, muss man richtig hinsetzen hier. Milner. Bernard. Schön gespielt. Jetzt Alexander. Da ist aber keiner hier auf Bernard. Schade. Da sollte der Ball nicht hin. Aber jetzt der Kopfball auf Bernard. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Ja, den muss er hier so langsam. So, ja, und kommen jetzt sie noch sind durch. Hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da können sie sich fast freispielen. Oh, gefährlich, Leute, gefährlich. Was macht ihr da? Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Alex Hunter. Ja, da spielt er mir wieder gutes den Ball Taking. Zu. Das gibt's doch nicht. Oh, Philippe. Spiel, Spiel, Spiel. Zu spät. Sie suchen die Lücke. Jetzt aber. Jetzt aber. Gute Idee, dieser Ball. Jetzt aber. Und da haben wir unsere Vorlage. Er macht das Ding. Savic macht diesmal das Tor und geht in die Ecke jubeln. Entscheidend war hier die Vorbereitung des Angriffs. Und dann war er plötzlich frei und kann im 1 gegen 1 den Keeper überwinden. Wir hatten uns schön doch und Match, boah, lässt er zwei Leute aussteigen und schließt Chancen direkt ne? in die ja, Wolf, linke Ecke ab. Das Tor. Ich bin jetzt auf die Reaktion gespannt. Schön. Wir haben wieder ein Tor und eine Vorlage. Das ist doch schon mal sehr, sehr schön, dass wir jetzt wieder treffen und dass unsere Mitspieler auch jetzt endlich mal wieder unsere schönen Vorlagen verwerten können. 65. Minute 3:1. Wir sollten vielleicht noch einmal ein Tor nachlegen, damit das hier auch der Deckel drauf ist auf dem Spiel. Aber erstmal gibt es eine Auswechslung. Und zwar geht jetzt Philipp Bernard vom Platz. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer und Adam Lallana. Tolle Partie ersetzt. Von ihm heute. Sehe ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. 3:1, 65. Minute. Morgen. Sieht schon mal sehr komfortabel aus. Müssen uns jetzt hier aber wieder gegen Leicester verteidigen, Defensive die diesmal über die rechte Seite kommen. Da kommen sie nur schwer durch. Rückpass hier. Er spielt ihn zurück, guter Doppelpass. Versuchen sie hier über
Außen, jetzt ist er vorbei. Könnte schießen, tut dies. Und Karius mit der Parade. Karius jetzt mehr gefordert als in den letzten Partien. Auch schon gegen West Ham. Eine tolle Parade gezeigt. Und kann sich hier weiter auszeichnen. Wir jetzt hier mit hinten bei der Ecke am Verteidigen. Vorher wird nochmal gewechselt auf der Seite von Leicester. Da kommt der neue Mann direkt mit nach vorne. Dann geht's hier auch schon weiter. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Wird's jetzt gefährlich. In die Chance andere erstmal Richtung. Vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Ah, schade, den Pass kann er natürlich nicht verwerten. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Oh, gefährlich. Jetzt sehr schön. Ist der Gegner am Ball. Ja, da hätte man schneller spielen müssen. Da hätte Milner. Man viel schneller spielen müssen. Ja, jetzt kommt der Pass vielleicht noch an. Ja. Mit dem Ball am Fuß hier. Richtung gegnerisches Tor. Oh, spiel doch auf uns. Spiel doch auf Alex King. Hunter. Mahrez. Ja, ein Wurf für Leicester hier. Da kann er ihn stoppen. Fuchs. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Musa. Jetzt gehört, Viertelstunde haben wir noch hier. Und den noch mal Ball den Deckel geholt. Drauf zu machen. Die Gäste werden wechseln. Lukas. Versuchen uns jetzt hier ein bisschen im Mittelfeld den Ball zu holen. Ja, das war er nimmt ihm den Ball Pass. Ab. Ja, der erst auf den anderen spielen sollen. Jetzt das aber der Konter hier von Leicester. Vielleicht nochmal der Anschlusstreffer. Geht er hier vorbei, flankt in die Mitte. Schuss und Karius wieder mit der Parade. Klasse auf. Schön. Schade. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Jetzt hat er den Ball. Jetzt hat er den Ball. Jetzt ist mal Platz da. Lauf mal ein jetzt Stück. Jetzt wird's gefährlich. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Milner. Oh Mann, wieso spielt die nicht auf uns? Ich biete mich an. Ich drücke die Knöpfe, dass wir freistehen, dass die Flanken bzw. die Pässe kommen sollen. Und sie spielen immer auf diesen Mann, der in einer schlechteren, in einer viel schlechteren Position steht als wir. Obwohl wir komplett frei sind. Und die hauen den Ball dann in den dritten Stock zur Damenunterwäsche, oder was? Und dann werden die noch aufgestellt. Das kann es ja wohl nicht sein. Klar war. Wird das eine Torchance? Jetzt vielleicht mal direkt. Oh, schade. Und damit verhindert er den Doppelpack. Zumindest vorerst. Jetzt nach außen der Ball. Schön gespielt. Den spielt er in den Lauf. Er kommt da natürlich nicht vorbei, weil er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Vertänzelt. Und da kann er erneut klären. Der Trainer nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Klar war. Gefährliche Flanke. Mit dem Flanke in die Mitte, kein aber Problem für den Torhüter. Am Torwart. Kein es Problem. Geht noch weiter. Vier Minuten gibt Vier es Minuten extra. Gibt's ja extra. Nimmt er mir glatt die Worte aus dem Mund. Lukas. Alex Hunter. Jetzt vielleicht. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt vielleicht. Aus spitzem Winkel und phänomenal, ohne Worte. Wenn wir schon nicht treffen, dann macht es Lallana. Und jetzt setzen sie noch einen drauf. Und die einzig gute Nachricht für den Gegner, gleich dürfte Schluss sein. Dieser Treffer hält perfekt den Ball, aber Lallana hier mit dem Abstaubertor. Sie hier das Tor. Und so gehen wir 4:1 in Führung. Ich denke mal, das ist hochverdient. Auch wenn wir dafür keine Vorlage kriegen, sollten wir hier eine gute Bewertung kriegen. Und können uns hier
wieder beweisen. Und wir haben einen endlich neuen Spielstand. 4 zu 1. Also, sie müssen es nur wieder hinkriegen. Ein paar Tore Schuss mehr. Aus, sie schießen vielleicht zwei in einem Spiel, aber ein Tor und eine Vorlage sollen es erstmal genügen. Zum 4 zu 1 Sieg. Ich auch so. Sie mittlerweile hat der Schiri abgepfiffen. Berüchtigten Stempel aufgedrückt und der Gegner konnte damit nicht umgehen. Und wir nehmen die drei Punkte mit nach Hause. Das war gut, was er heute angeboten hat. Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen Klasseauftritt. Ja, dann gucken wir uns mal kurz an hier. 90 Minuten gespielt, ein Tor, eine Vorlage, 9,5 Bewertung. Passquote liegt bei 88. Tolle Übersicht bei dieser Vorlage, beeindruckende Übersicht bei diesen Steilpässen. Unglaublich, wie präzise deine Pässe bei der Chancenerarbeitung sind. Exzellente Technik, unglaublich, wie du das Ding reingemacht hast. Ja, das gibt natürlich Selbstvertrauen. Das haben wir uns hier in diesem Spiel wieder erarbeitet. Und ich hoffe, dass wir das auch mitnehmen können in die nächsten Spiele. Und ich spreche jetzt mit dem heutigen Spieler des Tages. Eine super Leistung war das, Alex. Was geht ihm gerade durch den Kopf? Jetzt gibt's wieder ein Interview mit Kevin. Puh. Fußball ist ein Mannschaftssport und ich hatte einen Wahnsinns-Support heute. Ich bin einfach froh, in einem so talentierten Team zu spielen. Aber klar genieße ich diesen Moment. Ihr wirklich schöner Pass hat zu dem Tor geführt. Ein paar Worte zu diesem Pass? Der Trainer betont immer, wie wichtig Uneigennützigkeit ist. Und das sieht man deutlich auf dem Platz. Solche Pässe kommen eben dabei raus, wenn man mannschaftsdienlich spielt. Ein tolles Tor heute für Sie, Alex. Ein paar Worte dazu? Ja, Fortuna war wieder auf unserer Seite. Den Ball einzunetzen ist der leichtere Teil, ehrlich. Der schwierige Teil ist die Chancenerarbeitung. Aber wir haben wirklich tolle Ballverteiler. Es macht einfach Spaß, mit denen zu spielen. Glaub mir. Danke, Alex. Danke. Ja, Fortuna ist mal wieder auf unserer Seite. Das hätten wir lieber antworten sollen. Oh. Hunter, du machst das klasse. Gib nicht auf. Schönen Dank, Mr. Butler. Fühlt sich gut an, wie ich momentan spiele. Ja, ich seh's. Streng dich weiter so an, dann wüsste ich keinen Grund, warum es nicht so bleibt. Sehr schön. Nochmal ein Lob von Mr. Butler bekommen. Streichen hier unseren Bonus ein. Auch unseren Torschützenbonus nicht zu vergessen. Können hier unseren Marktwert nochmal steigern. Sehr schön. Kriegen noch ein paar Fans dazu. Und dann sollten sich auch unsere Attribute mal wieder ein wenig verbessern. Schießen-Attribut jetzt bei 70. Sehr schön, das sollte die Schüsse noch präziser machen. Und dass wir jetzt endlich mal wieder länger, nicht länger, aber öfters treffen. Gucken wir mal, was ist hier noch so kurz zu schauen gibt, und zwar Social Media Einträge, davon reichlich. Hässliches Tor heute von Mr. Alex Hunter. Verdienter Sieg heute, Mr. Das Spiel hat richtig Spaß gemacht. Schön, wenn junge Spieler in dieser Liga treffen. Weiter so, Mr. Alex Hunter. Liverpool 1:4. Alex Hunter ist der Hammer. Volle Konzentration auf die heutige Aufgabe. Mr. Alex Hunter kann losgehen. Liverpool at Mr. Alex Hunter. Moment, ich muss kurz niesen. Huchala. Oh, Entschuldigung, den konnte ich nicht schnell genug wegdrücken. Huh. Ah ja. At Liverpool, Mr. Alex Hunter muss bitte in der Startaufstellung. Muss bitte in die Startaufstellung, wollte ich gerade sagen. Schönes Stellungsspiel, guter Einsatz, klasse Überblick. Mein Spieler des Tages, Mr. Alex Hunter. Liverpool zeigt mit einem schönen Sieg, was die Mannschaft kann. Alex Hunter macht eine richtig gute Saison. Seine jüngsten Leistungen zeigen, wie viel Talent in ihm steckt. Drei Punkte, besten Dank. Liverpool sieht wie ein echtes Fußballteam aus.
Oha, Liverpool heute mit dem Auswärtsspiel gegen Man City. Schwere Aufgabe. Heute müssen wir auswärts gegen Man City ran. Los, Leute. Ja, gegen Man City, gegen den Tabellenführer, da können wir nochmal schön ranrobben und uns hier beweisen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, bis dahin, wieder schauen, reingehauen. Ciao.